Damit sag ich schon mal ein bisschen verfrüht. Hallo alle miteinander, ich muss noch ein bisschen was fixen. Mit mir zusammen hier ist Moin. Ist der DDD. Hi. Moin. Ihr habt es eben gerade schon ein bisschen im Übergang gesehen. Ich muss noch ein bisschen was fixen. Deswegen herzlich willkommen heute zu Germansh und zu Jump Ultimate Stars. Ein wunderschönes Spiel für den Nintendo DS. Und wie wir das alle kennen, ist der S-Captain eine tolle Geschichte, habe ich gehört. Wenn man erkennen würde, welcher Screen ist. Deswegen gehe ich mal kurz hier in den Startbildschirm und hoffe, dass ich da das hier rausbekomme. So, was ist zu dem Spiel Schönes zu sagen? Ja, wie schon angekündigt, Spiel aus Japan kommt in Deutschland wahrscheinlich niemals raus, weil aus Gründen, hauptsächlich Copyright-Gründe, weil da drin so viele Animes drin vorkommen, dass die Deutschen sich gesagt haben, so viel Copyright wollen wir gar nicht bezahlen. Und ja, deswegen wird das wahrscheinlich auch nie in Deutschland rauskommen. So, das passt doch ungefähr. So, und jetzt brauchen wir noch den unteren Bildschirm. Den setze ich einfach darin, wo man hier, mir hier den Spit-Ding gegeben hat. Weil die Spits werden super interessant, weil da steht nichts drin. Wann geht's denn los? Gleich. Lass mich nur noch was fixen. I can fix this. Fix it, Felix. Ja, fix it, Felix. So, das habe ich gefixt. Jetzt muss ich nur noch die Splits fixen. Dann open wir mal die Splits von dem, was wir heute spielen. Yes, I want to save. Und open mal auch das Layout von dem, was wir heute spielen. Und dann seht ihr schon, das ist riesig groß. Und dann machen wir das raus. Und geben euch dieses wunderschöne Ding hier. Steht eigentlich alles drin, was ihr wissen müsst. So, zack. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ist alles irgendwie unter den Layern verschwunden. Nee, ich hab die gerade ausgeblendet, damit ich leichter die Splits bearbeiten kann. Ah. So. Und jetzt stimmt das alles. Wuhu! Es läuft! Dann öffnen wir das mal und mach mal den Sound von dem schönen Spiel an. So, wir haben Sound, wir haben Licht, wir haben alles. Das ist wunderschön. Yay! Alles läuft, wir haben es doch noch gefixt. Wuhu! Ja, jetzt passt alles. Jetzt passt alles. Wir sehen alles, ihr seht alles. Ihr könnt es zwar nicht lesen, aber ich werde euch so ein bisschen erklären, um was es hier geht. Ihr seht schon hier ein paar Charakter. Geht's um Tentakel? Nein. Ihr seht schon hier ein paar Charakter, das ist
jetzt mein Endgame-Save-File. Aber da wir ja Any% Story Mode machen, Load State. Any% Start bitte öffnen. Und schon sieht das ein bisschen anders aus. Was wir jetzt gemacht haben, ist einfach nur, wir haben das Tutorial übersprungen. Weil das Tutorial mag keiner und man kann es nicht skippen. Und der Timer beginnt, sobald ich hier durch dieses Ding durchgehe. Und dann haben wir 3 Stunden lang dieses wunderschöne Spiel hier. Wie lang geht denn das eine Runde oder? Das ein Run ist 3 Stunden. Ah, okay. Der aktuelle Weltrekord sind 3 Stunden, 3 Minuten 28, gehalten von mir selbst. Das ist unser Team, was wir ungefähr 2,5 Stunden lang in dem Run haben werden. Zur Übersicht, alles was größer als 4 ist, ist ein Kampfcharakter. 2 und 3 ist ein unterstützender Charakter und ein Feld groß ist quasi so ein Beistand. Die machen dann nur irgendwelche Bonus-Effekte. Und das ist quasi das Standardteam, was ich einfach nur ein bisschen umgeswitcht habe, damit ich nachher leichter das Ganze ändern kann. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Ich muss jetzt starten, weil ansonsten überziehe ich maßlos. Und deswegen gehen wir gleich los mit One Piece. Wir haben vor jedem Anime, den wir beginnen, diese kleine Cutscene, die wir nicht überspringen können, die uns quasi zeigt, in welchem Anime wir da drin sind und um was es da so alles Schönes gibt. Mit den ganzen tollen Manga-Strips. Ja. Oh, es gibt einen Manga. Ja, genau. Manga-Strips. Und die erste Mission ist eigentlich relativ simpel. Kämpfe gegen den da unten und gewinne. So nicht. So auch nicht. Das fängt ja schon mal gut an. Wo bist du? Ruffy, komm her. Danke. Ja, jetzt sind wir am Gewinnen. Ich habe die Krone, der Gegner hat 3 Sterne, das heißt, ich habe mehr Punkte als er. Und das heißt, ich muss jetzt nur noch warten, bis die Zeit abläuft. Yay! 15 Time. Sieht man nicht ganz, sehe ich gerade. Ist ein Kampfspiel, so wie ich das sehe, oder? Ja, ist ein Kampfspiel. Jetzt hat der Gegner aber die 3 Sterne und. Nein, der Gegner hat sich selbst in den Abgrund geschleudert und hat deswegen einen Minuspunkt bekommen. Also Kohle war höher als Sterne. Ja. 2, 1. Fertig. Hat sich schon wieder in den Abgrund gestürzt. Das ist ein NPC, ne? Ja. Das sind alles NPCs. Und teilweise ist die NPC, also die KI, wirklich total bescheuert. Hier kommen wir zu meiner unbeliebtesten Mission, Sterne sammeln. Ich hasse Sterne sammeln. Super ätzend. Ziel ist es, mehr Sterne zu bekommen als der Gegner. Man kann es allerdings auch schneller beenden, indem man alle Sterne sammelt, die es in der Stage gibt. Das Problem ist nur, wenn ich die zum Beispiel so wie eben gerade da durch runterfallen lasse, dann spawnt der Stern wieder in der Mitte der Stage. Und wenn ich nicht schnell genug bin, tut das wieder einer der anderen NPCs aufsammeln. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich sehe, hast du 2 Sterne und die Gegner haben jeweils 3. Ja, die Gegner haben jeweils 0. Ich habe nämlich gerade Sanji runtergekickt. Der hatte 2 Sterne und da es sein letzter Stock war, werden alle seine Sterne genommen. Also wenn ich ein komplettes Team auslösche, werden alle Sterne genommen, egal wie viel er hat. Und normalerweise, wenn ich nur einen Charakter besiege, wird nur ein Stock, wird quasi nur ein Stern weggenommen. Nicht alle. Moin Metal Sonic. Hi Metal Sonic. Natürlich möchte ich jetzt gucken, dass das
blöde Nico Robin hier jetzt stirbt. Das Problem ist nämlich, die hat nämlich den Stern eingesammelt, den ich haben wollte. Das ist das, was am meisten Zeit frisst, diese Sternmission. Weil die Sterndinger so ungut landen können. Stirb doch endlich! Ich muss jetzt halt aufpassen, Zorro ist nämlich direkt über ihr und wenn er jetzt den Stern auffängt, dann sowieso vorbei. Gott, ich hab ihn noch bekommen. Man sieht im Timer meine Bestzeit und PB ist leider leer, weil ich es nicht geschafft habe, in dem letzten Run, den ich gemacht habe, mein PB zu knacken und ich mein Rechner defekt war und deswegen alle Splits verloren sind. Wenn es so eine Frage war, was das für ein Geier ist, ein 2D-Brawler, das ist sowas, auch noch mit super Anime-Charakteren. Ja, aber wie gesagt, leider niemals in Deutschland erschienen, auch nicht in Amerika, das heißt nur in Japan. Und das Problem ist halt die ganzen Lizenzen. In dem Spiel werden 32 unterschiedliche Animes benutzt, mit insgesamt über 360 spielbaren Charakteren. Und es war zum Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, ich glaube, es ist sogar immer noch, das Spiel mit den meisten spielbaren Charakteren weltweit. Und für welche Konsole ist das jetzt für den Game? Nintendo DS. Nintendo 3DS. Nein, Nintendo DS. Nintendo DS, okay. So, wir kommen zum nächsten Hunter x Hunter. Vielleicht kann ich in der Zeit hier den da fixen. So. Dass mein Japanisch so gut ist. Ja, gut, dass mein Japanisch. Selbst wenn dein Japanisch so gut ist, ich tue es normalerweise so schnell weiterklicken, dass du es nicht lesen kannst. Ich sehe da nur Zeichen. Ja, das ist immer die Lieblingslesung, die Lieblingsleseart, wenn man in Japan ist. Ah, guck mal. Kanji. Kanji. Oder Hiragana oder Katakana, aber es ist sehr effektiv, ist ja Kanji. Deswegen kommen dann immer so Sachen wie, oh, Kanji. Das kann ich total gut lesen. Jetzt stirbt ihr zwei. Also das gesamte Dragon Ball Spektrum mit Z-Kämpfern und vermutlich noch die halbe Pokémon-Generation oder wie? Nein, Pokémon ist kein Jump-Anime. Aber so Sachen wie Bleach, Naruto, One Piece, jetzt stirbt doch endlich hier mal einer. Okay. Dann halt nett. Das fällt ja schon mal gut an. Wenn ich so früh schon resetten muss. Ne. Tschüss. Danke. Was? Ja, wenn ich so früh schon eine Mission resetten muss, ist meistens schon schlecht. Also bis jetzt Hunter x Hunter, One Piece, Naruto, Hitman Reborn und Dragon Ball, ja, das ist die. Also in meinen Splits steht jetzt gerade Hunter x Hunter, Black Cat. Also wir sind jetzt in Hunter x Hunter, anschließend kommt Black Cat. Black Cat sagt mir gar nichts. Das ist so Mafia, Mafia-Anime. Würde ich jetzt mal behaupten, also ist auch schon etwas älter. Ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland jemals lief. Mein Hunter x Hunter lief in Deutschland auch nicht, aber kennt man trotzdem. Gibt's aber als, zumindest als Manga in Deutschland. Das stimmt. Hunter x Hunter gibt es als Manga auf jeden Fall. Black Cat aber meine ich auch.
Das muss ich nachgucken. Einen Moment, gib mir eine Sekunde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das gibt's auch. Wie heißt das? Black Cat? Black Cat, ja. Black wie schwarz und Cat wie Katze. Komplett auf Englisch also, geschrieben. Also, Killius sagt, Black Cat liegt nur auf MTV. Echt? Der Anime lief in Deutschland? Das habe ich verpasst. Und Black Cat? Wieder wird das auseinandergeschrieben? Ja, Black und dann Cat. Gibt es jetzt Manga zu erhalten? Wow, Frankie, please. Guck mir das mal an, vielleicht hat es mir was vom Bild. Ach doch, klar, das kenne ich, ja. Ja, es ist immer so. Manchmal sagt es einem vom Namen nicht, aber wenn man es dann sieht, denkt man, ah, das Ding, ja, klar, logisch. Alles klar. Die meine ehemalige Hassmission inzwischen super easy. Was kommt denn jetzt? Zerstöre alle Wände. Hört sich spannend an. Ja. Und Killio sagt, lief nicht auf MTV, sondern auf Animax 2008. Die eine Seite ist ja schon mal kaputt. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Buch darstellen soll oder sowas. Ja, das sind also die Manga-Seiten sollen das darstellen. Okay. Ist das schlimm, dass ich Hunter x Hunter nie gelesen habe? Nö, ich hab's auch nur geguckt. Ich auch nicht geguckt, also ich hab das gar nicht schön. Hat mich nie so gefesselt, obwohl ich einiges an Büchern habe. Jetzt kommen wir zu Black Cat. Und wir fangen an mit Hassmission schlechthin. Sterne sammeln. Wenigstens habe ich den Freestyle. Nee, Sterne. Also Sterne sammeln ist eigentlich das, wo ich am meisten Zeit verliere. Weil das halt super RNG auch ist. Nice. So mag ich das. Ein Moment, sind die beiden da aus, wie heißen die da, Love Trouble? Nee, das ist Black Cat. Ja, aber die Dame mit den Haaren, die ist auch aus Black Cat. Gibt's aber auch so eine ähnliche, die heißt, nennt sich Golden Dark mit im Lovecoffin oder irgendwie ähnlich heißt das. Sehr schöne Mission, ich muss mehr Coins sammeln als die anderen. Nee, To Love Crew ist auch dabei, genau, To Love Crew. Ja, To Love Crew ist im Nachfolger dabei. Also der Nachfolger ist... Die blonde da, die mit den Haaren ist Golden Dark mit. Also vielen ist eventuell der Nachfolger geläufig. J-Star Victory Versus für die PlayStation 3 und PlayStation 4. Und da ist halt das Problem, es sind um einiges weniger Charakter und das Kampfsystem hat sich komplett verändert. Aber das ist auch logisch, auf einer CD kannst du nicht viele Charakter, vor allem das ist ja auch noch 3D-Grafik und so. Ich bin gespannt, ob Get Bakers mit drin ist oder nicht. Nee, ist nicht. Wir kommen jetzt zu dem, was wohl jeder kennt.
Dragon Ball! Ja, Kilian, ich habe mich ein bisschen zurückgelehnt, weil ich momentan welche Rückenschmerzen noch habe nebenbei. Wenn ich mich dann ordentlich hin... Ich kann mal mein Mikrofon umstellen, dann bin ich auch wieder lauter. So. Jetzt bin ich auch wieder lauter. Ich kann mich in Ruhe zurücklehnen und meinen Kater dabei streichen, der auf meinem Schoß sitzt. Ich habe Sie bereits erwartet, Mr. Powers. Naja, nur dass mein Kater nicht so fett ist. Nice. Also ich sehe Piccolo, Vegeta und Son Goku. Das war so Goku und Trunks fusioniert war mit dabei. Jetzt ist hier gerade Super Gohan. Piccolo ist mit dabei. Später kommt auch noch Freezer und Buu. Krillin ist mit dabei. Ich müsste mal auf meinem Main Game gucken, wer alles mit dabei ist. Es sind super viele. Kann man sich nicht alles merken. Wie gesagt, es sind jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 364 spielbare Charaktere. Du wenig spielbare Charaktere, müssen mehr her. Richtig, genau. Es müssen mehr Spielcharaktere in ein Spiel. Das Schöne an meinen Splits, ihr könnt sehen, wie gut ich mich jetzt in der Sektion quasi... Wir sehen deine Splits nicht. Doch, ihr seht aber beste Zeit. Ja. Deswegen wisst ihr dann so ungefähr, wie ich stehe. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favorit. Wir kriegen jetzt die erste Stage mit Eisphysik. Und Eisphysik. Normalerweise ist es so, alle Spieler hassen Eisphysik. DDD kann da bestimmt ein Liedchen von singen mit Mega Man. Es geht, die gehen, nerven mich eigentlich nicht so sehr, die Eisphysik, weil ich da so betroffen und werde. Hier ist das Schöne an dieser Eisphysik in dem Game: die NPCs können sie nicht handeln. Deswegen kann man sie hier auf dieser Stage wunderbar quick killen. Und tschüss. Wenn es jetzt dann, wenn das Spiel außer den 12 Milliarden Charakteren noch 12 Milliarden Achievements hätte, wäre es perfekt. Ja, es ist kein Steam-Spiel. Du kannst alle Charaktere ziemlich hoch aufleveln, wofür du lange spielen musst. Also es gibt in dem Game auch Just for the Lulz, die 100% Real 100% Kategorie. Und in der musst du halt einfach das Spiel wirklich zu 100% durchspielen. Da ist aber so viel halt mit dabei an Sachen, die du durchspielen musst. Ey, es sind mal keine Sterne einsammeln, es sind Kugeln einsammeln. Ja, ich muss jetzt die 7 Dragon Balls einsammeln. Dragon Ball. Jetzt hat Freezer leider die Kugel bekommen. Jetzt muss ich Freezer töten, irgendwie. Ich glaube, ich habe die Kugel vom den Abgrund runtergestoßen. Ja, habe ich. Das ist super. So, Dragon Ball fertig. Jetzt kommt Saint Seiya. Lief, glaube ich, auch nie in Deutschland. Ich glaube, davon gibt es noch nicht mal den Manga in Deutschland. Aber es ist total toll. Wie heißt das? Saint Seiya? Saint Seiya. Saint und dann S-A-I-Y-A, glaube ich.
Und tschüss. S-A-I-Y-A. Seid und dann sei ja. S-A-I-Y-A. S-A-I-Y-A. Ja, also doch. Dann. Meine ich. Es könnte auch S-E-I-Y-A sein. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Nope, kein Cent länger. Deswegen spiele ich jetzt mit dem hier ein bisschen rum. Und der Manga gibt's auch nicht. Also, der Sascha. Ja. Deutsche Manga. Na komm, essen wir mal was. Bitte. Denn Beat It Up mit dem ganzen Universum wäre sicherlich auch interessant. Könnte man auch viel mitmachen. Traut sich vermutlich nur keine ran. Das Problem ist wahrscheinlich die Rechte zu bekommen. Ja, das Problem ist die Rechte, sind wirklich die Rechte da dran. Dann sind 32 unterschiedliche Animes. Davon teilweise auch Sachen, die niemals in Deutschland oder auch außerhalb von Japan erschienen sind. Falsch. Was mache ich hier? Fehlt ja noch die beschissenste Mission von allen. Meine Katze hat sich erstmal verabschiedet. Sie meinte, genug gefault zu werden. Jetzt erstmal was anderes machen, fressen. Die Mission kennen wir ja schon von Hunter x Hunter. Die gibt es insgesamt dreimal in dem Game. Dreimal alle Wände zerstören. Da ist die andere Seite. So, und jetzt wieder zu einem Anime, den keiner, beziehungsweise einem Manga, den keiner kennt. Bokudashi Blues. Sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Moin Toxic. Moin Toxic! Sieht aber aus wie so ein Schlägermanga. Ja, ist es auch. Ja, so ein Boxer-Ding halt. Und Toxic fragt, wie es so geht. Also, mir geht es so halbwegs. Wie sagt Tobi und durch, keine Ahnung. Ja, eigentlich ganz okay, ja. Kann nicht klagen. Stirb, Kartoffel. Zumindest Sanji soll mal sterben. Nice. Boah, oder spring einfach runter, das geht auch. Noch nebenbei für euch als Info, Zylo, auch Team von German, ist nebenbei auch mit seiner 12 Challenge tief und er rannt momentan Zelda Link to the Past. Ja, und ich bin morgen in der Challenge und am Sonntag seht ihr M&A und wann macht Mr. Tiger?
Was ist das gerade aus dem Kopf? Ja, Sonntag. Oh, ich bin irgendwie noch erster Platz. Filion gerade. Den Manga finde ich nicht mal. Ah, okay, gefunden. Das ist Boku Dashi Blues. Ja. Und ich hab doch gesagt, am Sonntag um 12 mit 0 Uhr, oder hat man mich nicht gehört? Hört man mich nicht? Hallo? Doch, man hört dich. Okay. Muss ich aufpassen, dass ich nicht gehittet werde, ansonsten muss ich diese Mission hier resetten. Hui, Glück gehabt. Ich war nämlich auf dem letzten Live, das wären minus 4 Punkte gewesen, die hätte ich nicht verkraften können. So, Bokudashi Blues fertig. Ich finde es interessant, wenn dass man echt gräulich wird, also die Farbe rausgeht, wenn man schwächer wird. Ja, eben. Jetzt kommen wir zu einem sehr schönen Manga, den gibt es auch als Anime. Majin Tentei Noigami Neuro. Sagt mir gar nichts. Zu Deutsch ungefähr so viel wie der Dämonendetektiv Neuro. Ah, sagt mir trotzdem nichts. Nie gelesen. Nie geguckt. Es geht quasi um diesen Dämonenprinzen, das ist glaube ich Neuro, das ist dieser Typ in dem blauen Anzug, der eine Tante aus der, also irgend so eine Tussi aus unserer Welt beseelt und mit Hilfe von ihr irgendwelche Mordverbrechen lösen muss, damit er zurück in die Dämonenwelt kann. Warum auch nicht? Das ist quasi Detektiv Conan plus Death Note. Ja, Death Note gibt's auch in dem Spiel. Sehen wir aber nicht. Weil es nicht zum 80% Run gehört. Oh. Ja, ist eine Secret Stage. Genauso wie Yu-Gi-Oh! Ist auch eine Secret Stage. Sehen wir auch nicht. Wie siehst du denn da? Yu-Gi-Oh! Umgeht die Leute mit Karten? Ja. Hast du das Spiel schon mal gespielt? Oder Seto Kaiba? Nein, aber ich kenne Yu-Gi-Oh! Von daher bieten mir nur die Möglichkeit ein. Ja, du kannst auch Seto Kaiba sein. Nee, lass mal. Ist Kenshin auch mit drin, oder? Ja, kommt noch. Das ist der Runkiller. Ungefähr eine das ist ungefähr eine Stunde im Run drin, dann kommt Rurouni Kenshin, der mein oberster gehasster Runkiller. Und Tobi bei uns sagt Hallo, sagt Tobi. Hi Tobi. Komm doch her. Nice. Ist die ganze Zeit weggelaufen, das ist super ätzend. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsmanga. Der kam leider auch nie außerhalb von Japan raus. Doch, Amerika kam er raus. Das ist Muyo Torochi no Muyotsu Soda ni Musho. Oder auch liebevoll genannt Server 3. Fragt nicht warum, ist ein super langer Insider-Witz. Sagt mir gar nichts, das Ding. Auf Englisch Muyo and Rochi's BSI. Das wird trotzdem gut. Und Kurigon bei mir ist relativ alle Rhythmen, besonders weil ich krank bin und Sakurigon super. Ja, ich darf endlich mal wieder runnen, nachdem es ja letzte Woche leider nicht geklappt hat wegen Arbeit. Ich wollte ja eigentlich erst letzte Woche Freitag runnen. Den Arena-Modus hier. Aber mein Chef hat mich dann mittwochs angerufen und hat gesagt, hey, wir haben einen Krankheitsfall, kannst du mal bitte einspringen? Dann habe ich gesagt, naja, klar, mache ich. Ich hatte eh wenig Stunden in dem Monat und dann... Können wir das doch auch mal machen. Und
Tschüss, Mujo. So viele Manga, die hier kaum jemand gelesen hat. Immer diese Unwissenden hier. Nee. Ja. Und den habe ich komplett durchgelesen. Er ist auch sehr empfehlenswert. Und wenn ihr ihn online lest, werdet ihr ihn hassen, weil er mit einem Cliffhanger online endet, weil er dann lizenziert wurde. No. So, was ich hier machen muss, ich muss Mujo beschützen, das ist der Typ hier in Blau. Und zwar exakt 15 Sekunden. Ich glaube, das waren 2 Millisekunden zu wenig. Das waren 45,2. Das ist ätzend. Deswegen versuche ich mich immer zwischen ihn und die Gegner zu stellen. Das Problem ist, ich darf die Gegner nicht so weit wegschlagen, weil ansonsten treffen die ihn nicht rechtzeitig. So, jetzt dürfen sie ihn treffen. Trefft ihn. Kommt her. Ihr sollt ihn treffen. Sie können sich zwar nicht bewegen. Schlagt ihn doch. Schlagt ihn. Auf. Hier. Geht doch. Das ist halt die. Das ist auch wieder RNG, wann sie ihn schlagen und wann nicht. So, das war Mujotoroichi no Mojutsu Sonanimusho und jetzt kommen wir zu Die Greyman. Das kennen wieder ein paar Leute. Das gibt es nämlich auch in Deutschland. Ja. Hier schalten wir unseren ersten Charakter für das Endgame frei. Nämlich Lidali. Sie ist nämlich die beste. Mit einer der besten Charakter im Game. Und ich habe gerade einen Katzenarsch im Gesicht. Lecker. Hinlegen oder nicht hinlegen. Teile dich. Nice. Wieder Sterne sammeln. Ich hasse Sterne sammeln. Nein, Metal Sonic, das ist der Best mit den 5 Stunden oder sowas. Ist keine Stunde, das sind 5 Minuten, 43 Sekunden und 95 Millisekunden für den Abschnitt. Genau. Jetzt kommen wir zu einer der vielen Missionen, die heißt Besiege deine Klone. Stirb doch endlich. Danke. Mein Kater hat sich endlich dazu entschieden, sich hinzulegen. Und es ist gemütlich für den Kater. Ja, er hat ja einen. Ich mache ja immer, wenn er auf den Fuß geht, so ein kleines Kissen, was ich dann auf den Fuß packe, damit er gemütlich hat. Alles für die Katz. So, jetzt muss ich nur noch warten, dass die Zeit ausläuft. GG, I win. So, und jetzt kommen wir. Kinnikuman. Der Wrestling-Anime vor dem Herrn. Kenn ich nicht. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Nein. Auch wenn du nicht weißt, wie er... Null interessiert. Also nee, ich meine jetzt den Charakter, den hat man eigentlich schon mal gesehen. Mission Nummer 1, besiege Kinnikuman. Wenn er hier runterkommen würde, bitte. Das Problem an dieser Stage ist, hier gibt es Erdbeben. Wenn du auf der Erde stehst, während einem Erdbeben wirst du in kurzer Zeit gestunt.
Na, da hat mir jetzt das Erdbeben meine Kombo versaut. Böses Erdbeben. Komm her! Ich will jetzt wegen 2 HP oder so verlieren. Das ist das Problem, wenn der NPC mal abhaut. Nom 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 nom. Was willst du? Essen. Sieht man doch. Nee, doch nicht. Ja, du noch nicht, aber gleich. Ah, die Mission, ich hasse sie. Besiege als Knickoman alle und du startest mit dem letzten Platz. Hört sich los an. Dich. Eben, finde ich auch. Kann ich wissen, dass der Sound Anlehnung an die Zero Stage ist? Ja, der Sound in jeder Stage ist eigentlich immer mit an den Anime angelehnt. Ich höre es halt nicht, weil ich ungern doppelt höre. Ja, verständlich. Alles klar, ich glaube, ich habe genug Punkte rausgeholt. Wenn ich jetzt nicht verliere, wenn ich jetzt nicht werde, könnte ich das sogar noch gewinnen. Ich soll ein bisschen Health regenerieren. Hier in diesen Kisten und Truhen gibt es random Items und Sachen wie Früchte, Fleisch etc. sind halt ein bisschen Lebensregeneration für mich. Weil ich mit Kiniku mein Leben nicht selbst regenerieren kann. Also Ruffy zum Beispiel kann sein Leben, also sein HP, selbst regenerieren. Indem er Select drückt. Select ist der Taunt. Und wenn ich bei ihm Select drücke, macht er dieses... Ah, Hilfe, ich bin fast umgefallen. Das sieht man mich ab und zu mal machen mit, dass ich dann irgendwann mal in irgendeiner Stage random Select drücke, einfach nur um so ein bisschen Zeitfeldtreiben zu betreiben. Lerner zu sprechen, bitte, dankeschön. Ja, sprechen schwer. Ja, Grammatik bei Yoda gelernt, du hast. So, und jetzt alleine gegen 2. Darfst du schon. Ja, ach so, das war die Stage. Okay. Das ist das Problem, weil ich alles so schnell wegdrücke, weiß ich nie, was ich in der Stage machen muss. In diesem Falle... Merken. Ja, genau, merken. Bei ziemlich vielen Missionen. 10:42. Schnellste Zeit, die du bekommen kannst. So, damit kommen wir zur ersten Boss-Stage. Nämlich der J-Space-Boss, wie ich ihn so schön nenne. In einem Teamfight... Ja. Das fängt ja schon mal gut an. Team A, was quasi ich und die von Blackhead ist, gegen Team B, was unter anderem Yugi hat,
Yugi ist mit drin, Muyo ist drin, ich glaube Dragon Ball, Kinnikuman. Und hier werden quasi als Gegner und als Teamkamerad immer die Charaktere genommen, die du in diesem Universum quasi bekämpft hast. Also jetzt hier zum Beispiel ist ja auch das Universum, wo später dann die Secret Stage von Yu-Gi-Oh! Drin vorkommt. Dementsprechend gibt es hier dann halt auch einen Charakter, also einen NPC, der dann Naruto, der dann Yugi spielt. Warum auch nicht? Kannst rein theoretisch auch Light spielen, aber da gibt es glaube ich keinen NPC, der das macht. Später kriegen wir Misa als Support-Charakter in der Mission. Was? Misha? Misa aus Death Note. Das ist die Maid da. Die blondhaarige mit den zwei Zöpfen. Wirklich? Auch Yugi kann Kuribus beschwören. Ja, das ist sein Block. Die Kuribus sind sein Block. Er kann auch noch den Black Luster Soldier beschwört er noch. Eine Fallenkarte kann er beschwören. Ich glaube, der schwarze Magier ist sein Ultimate. Eieiei, mach mal ein bisschen schneller hier. Das ist die Zeit immer. Ich muss halt hier immer Zeit warten. So, kann ich nicht schneller machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist Punkte rausholen. Dass du halt nicht verlierst. Ja, eben. Guck, die machen sich schon selbst K.O. hier, die NPCs. Gibt's in dem Story-Mode verschiedene Schwierigkeitsgrade? Nein. Gibt nur einen Schwierigkeitsgrad. So, und jetzt haben wir quasi die erste Begegnung mit unserem Bösewicht, in Anführungszeichen. Auch Unskippable Cutscene. Nein. Ab 7 wieder. Jetzt, Ich hatte irgendwas bei Sakura im Hintergrund. Ja. Zweites Universum, wir fangen an mit Naruto. Nein, erst ab 7 wieder. Geht nicht. Was ab 7 wieder ist, so schwer zu verstehen. Für einige sehr viel. Komm her, Naruto. Stirb. Ach, ist das... Wollte ich doch gar nicht. Sehr interessant. Gehe ich aus der Mission raus. Mein Ziel ist es, vor der ersten Stunde zu Kenshin zu kommen. Na dann viel Erfolg.
Kenshin ist die nächste Stage. Nach Naruto. Man sieht das schon. Ah, hör auf das zu blocken, Naruto. Komm hier rüber. Danke. Nein, bleib hier. Sollst hier hinkommen. Komm hier. Danke. Und Kenshin jetzt bitte auch noch. Komm hier runter. Danke. Trick 17. Einfach die Stage rauskicken. So, ich bin mal ganz, ganz kurz AFK. Tu das. Dann kann ich halt in der Zeit nichts für den Chat machen, weil ich habe den Chat zu, weil der Emulator super viel Ressourcen frisst. Weil ich habe keine DS-Capture-Card, leider. Ich will eine haben, weil dann kann ich das Game noch schneller machen. So. Ryuri Kenshin. Zweite Stage ist die Hass-Stage. Anfang noch kein Problem. Die ersten paar Stages. Also die erste Mission ist gar kein Problem. Darf ich nämlich mit meinem eigenen machen und dann später kriege ich dann vorgefertigtes Set, was ich dann benutzen muss. Und vorgefertigte Sets sind halt immer ein bisschen Joker, weil dann so lustige Sachen kommen wie: Hey, du hast nur einen einzigen Charakter und musst damit jetzt gegen 6 Leute auf einmal kämpfen. Super Idee! Bin ich auch schon. Wir sind jetzt bei Kenshin. Yay! Runkiller. Also noch nicht diese Mission, aber eine, die dann gleich kommt. Nom 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 Fleisch. Ja, ich esse gerade nebenbei ein bisschen Kuchen. Ja, Ruffy isst Fleisch. Ich esse nix. Ich muss run. Und ich esse Kuchen. Man sieht, wie langsam sich der Energiebalken von Ruffy wieder füllt. Das heißt, er macht damit wirklich Health-Regeneration, aber hat eine sehr, sehr langsame. Besser als keine. Wir haben nachher noch Nana-Action. Das ist viel lustiger. Dauert aber erst noch so nach 2,5 Stunden ungefähr. Haben wir da die erste Nana-Action? Nana ist bester Charakter. Auch wenn man nicht spielen kann, aber man sieht ihn wenigstens. Okay, warte mal, Nana-Action haben wir ja gar nicht. Schalt ihn ja gar nicht frei. Obwohl doch, in einer Mission habe ich eine vorgefertigte Nana. Der scheint wieder sehr ruhig gerade. Sind schon gespannt auf den Runkiller jetzt. Herzlich willkommen in der Runkiller Stage. Besiege 6 Gegner, während Bomben von dem Himmel fallen. Thank you.
Yeah. Nice. Das ist die eine der schlimmsten Stages. Freut mich, dass du es geschafft hast. Ich hatte einmal einen Run, der war minus 15 Minuten und diese eine Mission hat ihn mir auf plus 5 Minuten, hat mir das, den kompletten Run auf plus 5 Minuten gehauen. Weil ich 20 Minuten lang da einfach gehongen habe. Und herzlich willkommen zu Gintama. Yay! Gintama! Gintama! Einmal Getammerflash killen und dann sollte es von Punktzahl her eigentlich genug sein. Okay, das langt. Jetzt muss ich wieder die Zeit abwarten. Kann was essen. Nom 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 nom. Ja, sowas ist halt bescheid, wenn man warten muss. Ja, ich kann es halt leider nicht schneller machen. Das sind ein paar Missionen, die kannst du halt einfach nicht schneller machen. Und guck mal, was wir wieder machen dürfen. Wir dürfen wieder Sterne einsammeln. Super! Jeha! Oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann aber trotzdem hauen. Genau in den Stern reingesprungen. Na komm. Blöder Roller. Liegst du gut in der Zeit oder ist wie aktuell bin ich relativ gut in der Zeit, ja. Also sub 1 hour, man sieht ja aktuell, was die best time für das Segment ist. Und ich bin jetzt bei einer der letzten Missionen in dem Segment. Geht ja nicht nur um Segment, sondern auch um allgemein. Allgemein müsste ich jetzt aktuell relativ gleich aufliegen mit meinem PB. Ich weiß, dass ich in meinem letzten Run ziemlich doll im Dark Tower verkackt habe. Das ist quasi die letzte Stage, bevor es dann zum Endboss geht. Da habe ich bei meinem letzten Run super doll verkackt. Ich glaube, ich mache das hier lieber auf Nummer safe. Ich
gehe lieber auf Safe und gewinne das sicher, als mich da irgendwie. Oh, Poison. Okay. Weil das Problem. Da kannst du halt auch ruckzuck verlieren, wenn du da nicht safe spielst. Weil das Problem ist, du kannst zwar gewinnen, ja, aber wenn du gleiche Punktzahl wie ein Gegner hast, also wenn du einen Unentschieden hast, zählt das für die Mission als verloren. Das ist halt übelst schlecht. Okay, Piccolo ist down, jetzt nur noch Vegeta. Vegeta! Vegeta, what does the scouter say about its power level? It's over 9000. Nice. Das ist eine 1042. Ah, stimmt, dem ist ja 15 Sekunden, keine 10. So, das war Gintama. Mit einem 30 Sekunden Minus oder so. Und jetzt kommen wir zum bescheuertsten Anime der Welt. Bo. Das ist der Typ mit dem gelben Afro, der mit Hilfe seiner Nase und Achselhaaren gegen das Böse kämpft. Klingt sehr erfolgreich. Das ist total durch. Ich kenne kein Anime, der mehr durch ist als Bobobo. Doch, es gibt bestimmt ein paar. Bei den Japanern sind keine Grenzen gesetzt, was Durchgehen angeht. Sagen wir es mal so. Der Nachfolger, also der Zeichner Yohio Sawai, dem sein Nachfolgemanga war so durch, dass die Japaner ihn nach einem Buch abgesetzt haben. Das muss schon was heißen. Der Zeichner ist bekannt dafür, dass er nur so ein Bullshit macht. Der hat übrigens auch bei Dragon Ball und Fist of the North Star mitgezeichnet. Der Typ. Deswegen gibt es auch die Anspielung in der englischen Übersetzung von dem Anime. Da ist im Spobobo die Fist of the Nose Hair. Rasengan! Ah, schon mal wieder gewonnen. Wer hätte das gesagt? Und hier kriegen wir auch, hier schalten wir auch unseren zweiten Charakter frei, den wir brauchen. Nämlich Bobobo. Okay, komm her. Hit mich, danke. Das ist, bleibe 20 Sekunden lang unverwundet. Relativ simpel. Das war ab X alles, wenn ich mich richtig entsinne. Komm her. Nice. Triple Hit. Das
Beste, was passieren kann, Triple Hit. So, weiter geht's zu einem Anime, den keiner kennt. Puyo to Fukuyagua, der Typ, der mit seiner Flöte Musik macht oder so. Ich habe den Anime selbst noch nicht geguckt, aber er muss ziemlich bescheuert sein. Er sieht schon von den Bildern her eigentlich schon bescheuert aus. Es gibt einen, der Level 6er PTF, also der, das ist hier dieser Typ mit den lila, mit den orangen Haaren, mit der Flöte in der Hand. Der Level 6er Charakter davon ist oberkörpernackt und hat auf seinem Brustwarzen Sonnenblumen. Von wegen bescheuert. Nein, das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay. Kommt der wieder zurück? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe nämlich leider viel zu wenig Leben, um Close Combat zu machen. Weil der hat noch fast Full Life. Boah, der hat sogar noch einen Stack. Wie ätzend ist das denn? Das ist Reset von der Mission. Ist das, was no. Ist das, was ich meine? Du weißt nie, wie die RNG dich trollen möchte. Okay, der erste ist raus. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen in der Combo drin zu halten. Und ich bin die ganze Zeit hier, nur ich habe halt irgendwas nicht zu sagen, wenn ihr nichts schreibt. Eben. Wir nur da für euch, für den Chat. Richtig, weil ich keinen Chat lesen kann. Weil der Desmu... Darf Kugeln kann ich lesen. Ja, genau. Nee, das Problem ist, dass der Emulator 60% meines Computers auslastet. Das heißt, 60% RAM gehen durch den Emu weg. Dazu sei gesagt, Sakurion hat nicht gerade den besten PC, das ist eher so ein Poster als statt ein PC, den er umgebaut hatte. Na, ich habe umgebaut. Ja, hatte ich auch gesagt. Killion hatte ich auch gesagt, dass ich kurz weg war, aber inzwischen bin ich wieder da. Ich warte halt nur nichts zu sagen. Richtig. Noch da. Koshikame ist noch da? Okay. Einen kann ich handeln. Nice. Das wird nachher noch lustig bei der anderen Stage. Ha. Ich glaube, das ist wieder eine 1042.
Ja, Kili, und die FPS sind nicht gerade die höchsten. Wie gesagt, er hat halt Probleme mit seinem PC und dann noch die Emulator an sich und alles. Ah. Oh, 30, keine 42. Damit haben wir PDF geschafft. Und wir gehen weiter zu Katekyo Hitman Reborn. Das ist jetzt der Mafia-Anime. Was ja wohl jeder kennt. Wenn DDD das kennt, dann solltet ihr das auch kennen. Sonst würde ich mir ernsthaft Gedanken machen. Naja, ich habe geschätzt 8000 Euro Mangas hier zu Hause stehen. Oh. Ich dachte schon, ich hätte viele Mangas da rumstehen. Ich muss die mal alle irgendwann in die Liste zusammenfügen. Ich habe mal angefangen, aber dann habe ich die Lust verloren. Jetzt müssen wir hier zwar auch wieder Sterne sammeln, aber nur gegen einen Gegner. Noch was, was NPCs auch nicht handeln können, ist Verwirrtheit. Die Verwirrtheit in dem Game funktioniert so, dass die Controls links und rechts vertauscht werden. Das heißt, links ist dann rechts und rechts ist dann links. Und die KI kann das irgendwie nicht umrechnen, warum auch immer. Das heißt, wenn die... Ja, das geht ja noch. Wenn die außerhalb der Stage fallen und dann quasi nach links oder nach rechts wieder rein wollen, je nachdem, ob sie links oder rechts aus der Stage rausfahren. Das heißt, wenn ich ihn jetzt mit einer Verwirrtheit hier links aus der Stage rauskicken würde, will er die ganze Zeit rechts drücken, aber durch die Verwirrtheit geht er halt nach links. Das rafft der Computer nicht, dass er nicht zurück in die Stage kommt, indem er nach rechts drückt, obwohl er eigentlich rechts drücken müsste. Geht doch. Wir haben die erste Stunde rum. Wup, wup. Ja, eine Stunde im Run. Das ist ungefähr ein Drittel. Das heißt, wir haben auch ein Drittel des Runs schon geschafft. Nein, Nana, please. Okay, Kobobo, würdest du mal bitte? Danke. Oh mein Gott. Man sieht jetzt halt zum Beispiel, ich habe auch diese drei Fragezeichen über dem Kopf. Da ich aber weiß, dass ich dann meine Controls andersrum machen muss, mache ich das dann auch. Die NPCs kriegen das halt nicht hin. Weil die KI so gut programmiert ist. Übrigens, Narutos Select ist ein Doppelgänger. Wenn ich Select drücke, kommt links unten in der Ecke, das ist ein Holzscheit. Und wenn mich dann ein Gegner hittet er das Holzscheit. Nicht mich. Ist halt an die Serie auch angelehnt. So, gelbes Koma, was haben wir hier Tolles? Ich rate. Ich habe eine Idee. Moin, Skiller. Ja, das ist Ipin. Das war so klar. Ziel ist es für mich, 20 Sekunden nicht von Ipin getroffen zu werden. So, bitte gib mir mal ein Ipin. Da oben ist er. Das war's eigentlich schon. Jetzt kommen wir zu Play with Balls, wie es so schön. Also erstmal Prince of Tennis und anschließend kommt Play with Balls. Wir sind nämlich jetzt quasi in dem Universumsteil, das sich nur um die Sportanimes dreht.
Fang an mit Tennis und dann geht's weiter mit Basketball, Fußball und Football. Deswegen haben wir hier. Sind jetzt bei Mila Superstar angekommen? Nein, Volleyball, okay, ist nicht Volleyball, mit, ne? Volleyball ist nicht mit dabei. Oh. Ich kann schon wieder keinen hitten. Ich glaube mir die ganze Zeit meine Hit-Power. Was meinst du 21? Ice Shield 21 wahrscheinlich, meint er. Das ist der Football-Anime. Der ist da mit dabei, genau. Genau, der ist auch mit dabei. Das ist der Fußball-Anime. Dann ist hier Prince of Tennis, der Tennis-Anime. Und Slam Dunk, der Basketball-Anime. Und mit vier Welten ist das auch der größte Part quasi hier mit drin. Sterne einsammeln. Ah, Sanji hat's bekommen. Sanji hat den freien Stern bekommen. Und Killy und Kyu scheißen mal ein bisschen rum, das wird wohl nicht Fußball. Ja, ja, ja. Ja, Kater. Ich pack dir dein Kistchen wieder auf meinen Schoß und auf, damit du glücklich wirst, so hinlegen, schlafen. Ey, oh Yugi, warum? Du bist heute auch wieder die Studio-Pine Kater. Nice. Ich konnte den Stern noch retten, bevor er runtergefallen ist. Sag doch mal Sakurion hallo. Nee, keine Lust. Sonst merkst du auch sonst immer. Na, Angst vor mir. So, Goku gegen 3. In 100% Story-Modus ist diese Mission der oberste Ätz schlechthin. Also wirklich, in diese Mission 100% ist so kacke. Da muss ich nämlich 6 Kills mit Assistern machen. Also mit diesen 3 und 2 Koma großen Dingern. Was halt super ätzend ist. Gib mir mal was zum Heilen, bitte. Danke. Nein, das ist eine Bombe. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Verwirrter Mushroom. Ja, Nico, und grün sich gegenseitig die Farbe aus dem Leib. Ja. Er hat mir die ganzen Highlights rausgehauen.
schon gerade sagen. Da hatte eben gerade jemand genauso viele Punkte wie ich. Das wäre super ätzend gewesen. Jetzt komm, bitte, 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 bitte. Toi, toi, toi. Geil, hat funktioniert. Jetzt geht's weiter mit Captain Tsubasa. Das ist mein, das ist der lustigste Split. Das ist Play with my balls. Weil es ja alles Bälle sind, verstehst du? haben wir gelacht. Ja, ich bin schon lustiger, ich weiß. Ja, gewesen wäre es nicht Tsubasa oder Superstar gewesen wäre, sondern die Kickers. Naja, die Kickers sind nicht so, so gut in Japan. Die mögen halt das Original lieber. Okay, einen habe ich gekillt. Solange Naruto jetzt keinen Kill kriegt, ist alles in Ordnung. Ja, das war knapp. In der Bombe mit drin gestanden. Das ist nicht schön. Ich rede nicht über Fußball. Fußball ist jetzt nicht so. Ist auch nicht meins, aber. Hier haben wir wieder so eine lustige Mission. Sammel Gegenstand XY ein und behalte ihn für x Sekunden. Glaube ich 10:30, ja. Dann kommen wir jetzt zu Slam Dunk, dem Basketball-Anime. Nice, okay. Ein Kill habe ich schon mal plus. Noch ein Kill wäre toll, dann bin ich auf jeden Fall auch sicher, dass da so schnell nichts nachkommen kann. Kashi, bleib hier stehen. Nice! Double Kill. Nee, es war nur ein einziger Kill. Ruffy ist gestorben. Jetzt ist Ruffy gestorben. Da ist mal ein bisschen was. Nom 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 nom. Ah, es sind so viele Kleinigkeiten, die hier einfach eingebaut sind. Es ist so schön. Es ist mit so viel Liebe. Ich will nicht die gleiche Mission nochmal machen. Danke. Ah, das ist die Mission. Ich weiß schon. 20 Sekunden nicht vom Fahrrad getroffen werden.
So, wo ist das Fahrrad? Ich hör's doch. Danke. Und I Shield 21. Der American Football Anime. Yay. Und ich sehe gerade was. Ich habe schon wieder vergessen, den Split zu editieren. Ist mir beim letzten Run ist mir das aufgefallen, dass da ein Split fehlt. Passiert. Und tschüss. Das langt eigentlich schon. Ich habe schon genug Punkte. Ich habe 4, die Gegner haben minus 2. Das heißt, um mich einzuholen, müssten sie sich gegenseitig zweimal töten. Was die NPCs nicht in 15 Time schaffen. Ich sage extra nicht Sekunden, weil das sind keine Sekunden. Die Time läuft langsamer wie eine Sekunde. Was die Leute an Football so interessiert, ist wahrscheinlich, dass es ein bisschen brutaler ist als. Ja. Als andere Sportarten. Ja, wobei Rugby nochmal eine Ecke härter ist. Richtig. Komm mal. Von 6,50 auf 29, okay. Ach, guck mal, was wir hier schon wieder machen müssen. Eishockey ist auch härter, halt. Keine Ahnung, ich habe Eishockey nie gespielt, nicht verfolgt. Ich kann ein bisschen am NPC-Movement kann ich ein bisschen erkennen, ob ein rausgefallener Stern schon gespawnt ist oder nicht. Weil wenn die NPCs sich nach Richtung oben bewegen, ist der meistens der Stern schon wieder da. Jetzt darfst du. Und wir haben fast die Hälfte geschafft. Ja. Patch, please. Danke. Okay. Das ist die erste Mission, wofür ich die Maus brauche. Das ist ein Touchpad, eigentlich. Weil das, die Fähigkeit, die ich in der Stage benutzen muss, nicht auf der Schultertaste draufgelegt ist. Auch super. Was sind wir eigentlich, ein Schild? Was? Das da? Das ist ein sogenannter Koma. Wir sind gerade Red Koma. Das sind halt einfach nur quasi diese Felder, wo die Animes drin gezeichnet werden. Nennt man Koma. Das heißt, ein Bild quasi mit Text ist ein Koma. Und in diesem Spiel sind halt die Felder, in die du die einzelnen Skripts quasi reinmachen kannst, nennen sich Koma. Also hier unten. Das ist ein Einer-Koma, das ist ein Dreier-Koma, Einer-Koma, Vierer-Koma.
gibt da noch 5er, 6er, 7er, 8er Koma. Und wir sind quasi das Urkoma, das, wenn es noch leer ist. Das gibt es halt einmal in Rot, in Grün und in Gelb. Das sind allerdings unfreischaltbare Charaktere. Das heißt, du kannst sie leider nicht freischalten. So, jetzt kommen wir zu der Stage, wo ich vergessen habe, den Split reinzuschreiben. Fist of the North Star. Wie lange sind wir noch im Sportsegment? Wie lange ist es? Der Sportsegment. Sportsegment sind wir jetzt fertig. Oder sind wir da schon raus? Wir sind jetzt schon raus. Auf, das alles zu blocken. Komm lieber hier runter. Kenshiro. Bitte, Kenshiro, komm hier runter. Kenshiro, please. Hör auf, alles zu blocken. Er mag dich sehr gerne. Ja, ja. Ich sehe das schon. Da, geht doch. Jetzt muss ich nur noch schnell auf Ruffy wechseln, damit er Naruto nicht killt. Also zum Vergleich, in meinem letzten Run war ich mit Fist of the North Star bei 1 Stunde 35 fertig. Und da war ich 8 Minuten hinter meinem PB. Also quasi, wenn ich das jetzt in 10 Minuten ungefähr schaffe, was ich normalerweise schaffen sollte, Kenshiro, mir runter. Komm hier nach links, nach links, nach links. Wo ist bei dir links, Kenshiro? Danke. So. Sterne sammeln. Wuhu. Okay, ich habe auf jeden Fall vor Goku bekommen. Das ist schon mal gut. So. Ja, komm. Sterne sammeln mal wieder. Ja, unsere Lieblingsaufgabe. Ich kann mir Spannenderes vorstellen. Ja. Vor allem, wenn die sich da oben gegenseitig bekriegen. Oh mein Gott. Goku macht Damage. Apropos Goku, was haltet ihr denn von Dragon Ball Super? Noch nicht geguckt. Nice. Der Stern. Ach, Kenshiro, warum läufst du da raus? Das Kenshiro mag mich heute wirklich, habe ich das Gefühl. Okay, Naruto ist tot. Nice.
Aber wenn Naruto tot ist, wer rettet dann Konoha? Niemand. Konoha wird untergehen, Kappa. Ich kann mich nicht bewegen, das ist auf der Plattform kacke. Genau wegen sowas. Ja. Oh, Lex des Todes. Problem ist, wenn mehrere Gegner auf einmal sterben, gibt's Lex des Todes und ich muss diese Mission resetten, das hole ich nicht mehr auf mit den Punkten. Das ist aber auf dem Original-Game genauso. Leider. Ah, scheiß Ding, wenn ich mich nicht bewegen kann. Einer weg. Ich glaube, da treffe ich gerade alle. Oh, ich bin Erster. Das ist schon mal super. Ich muss nur noch hoffen, dass sie sich da oben nicht gegenseitig killen oder ich muss noch einen killen. So zum Beispiel. Jetzt müssen wir nur noch auf die Zeit warten. Und pray to RNGesus. Yay! Nice, okay. Alles klar, ich bin jetzt ungefähr 4 Minuten schneller als mein letzter Run. Also aktuell sind wir World Record Pace. Was die einzelnen Bilder im Link im Stream Bild bedeuten. Das ist mein Team. Das ist das Team. Unterstützer und andere. Richtig. 4 oder größer ist Kampfcharakter. 2 und 3 ist Unterstützer und 1 ist einfach nur so quasi, die geben Bonus dazu. Sachen wie zum Beispiel mehr. Bonus auf Stärke. Ja, oder mehr Special Angriff, mehr. Mehr Defense. Mehr Damage. So, wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie wunderbar diese Gegner auf Eisphysik reagieren. Wo ist er denn? Kenshiro? Würdest du bitte sterben? Na komm. Stirb doch endlich. Geht doch. Oh,
und Nick. Paul schreibt, cooles Game, ja, definitiv. Wenn man auch noch was verstehen würde, wäre es noch besser. Du brauchst gar nicht so viel zu verstehen. Also die meisten Missionen sind relativ selbsterklärend. So Sachen wie zum Beispiel, krieg die meiste Punktzahl, töte alles, sammel die Sterne ein, sammel mehr als der Gegner. Und den Rest brauchst eigentlich das Japanisch nur für 100%. Und damit sind wir im letzten Universum, Bleach. Erst kommt Yu Yu Hakusho. Lief auch nie in Deutschland, soweit ich das weiß, aber ich weiß, dass das in Frankreich sehr populär ist. Yu Yu Hakusho. Wir sind gerade ungefähr 3 Minuten im Minus. Besser oder schlechter? 3 Minuten besser. Und ich weiß. Ja, da ist halt auch die Frage, wie ich die Anna Stage packe. Weil ich weiß nämlich, dass ich in meinem letzten Run die Anna Stage super oft verkackt habe. Und ich da irgendwie 5-6 Versuche für gebraucht habe. Und deswegen hoffe ich, dass ich dieses Mal die Anna Stage First Try packe. Dann ist es auf jeden Fall auch neuer WR. Ich war beim letzten Run 8 Minuten hinter meinem WR. Dann hätte ich auch endlich wieder Splits für dieses Game. Und aktuell kann ich nur Compare against Best Segments machen. Weil mein Personal Best, also die Splits von meinem Personal Best ja leider gelöscht worden sind, als mein Rechner sich verabschiedet hat. Weil Windows 10. Weil ist so. Ja, weil Windows 10. Okay, das müsste eigentlich jetzt lang das an Punkten. Ich habe meine Krone, jetzt warte ich noch die 24 Time ab, bis ich gewonnen habe. Dum, dum, da, dum. Und wir sind knapp über der Hälfte auch. Also zumindest was die Zeit angeht. Es liegt aber auch nur daran, dass der Tower irgendwie einen 25-Minuten-Split hat. Das ist quasi der letzte Boss vorm Boss. Und bis jetzt war es ja so, dass bei diesen World-Bossen immer nur eine Stage, also eine Mission war. Und der Tower hat halt 10 Missionen. Ich brauche halt so summa summarum 2 Minuten pro Mission. Manche brauche ich halt länger, manche brauche ich kürzer. Ja, da gibt es natürlich auch so Sachen wie, sammle alle Sterne ein. Yay. Yay. Ach, ist klar. Dürfen wir selbst mit den Charakteren von Yu Yu Hakusho spielen. Neko Pol sagt, er hat Windows 10 und er läuft die Matze-Taste. Das Problem ist, dass die Hälfte meiner Programme auf Windows 10 nicht gelaufen ist. Und ich deswegen wieder zurück auf Windows 7 musste und bei dem Zurückpatchen sind alle Daten verloren gegangen. Okay, Muyo ist tot. Machen wir jetzt Rückia bitte tot. Danke. Und dann kommt jetzt hier noch. Wie hieß er nochmal? Taikuro. Und Trunks. Wie hieß die Fusion von Trunks und Dings? Kann grad nicht. Okay. Ciao. Von Trunks und wen? Das war meine Tante.
So, Bleach. Und der Chat schreibt guten, meine ich. Oder ich weiß nicht, wen du meinst. Den 20 oder Goten, genau. Goten hieß er. Gotenks? Gotenks? Nee, Goten. Nur Goten. Ist schon so lang her, das weiß ich gar nicht mehr. So, hier in Bleach bekommen wir auch unseren Supporter, den wir brauchen. Das letzte Charakter, den wir brauchen für das Endgame, den kriegen wir hier. Nämlich Yuichi. Das ist die Katzen, die in Bleach erst eine Katze ist und dann zu einem Mädel wird. Falls sich noch jemand erinnert. So ungefähr Folge 30 oder so. Und wir warten wieder auf die Zeit. Das Übliche. Bleach ist die größte Einzelwelt, die es in dem Game gibt, mit 6 Missionen, wenn ich mich richtig entsinne. Heißt, das Bild ist auch ein bisschen größer, ihr seht ja schon 13 Minuten. Liegt einfach nur daran, liegt einfach wirklich nur an diesen... Liverpool ist jedem selbst überlassen, der den machen. Wie es langweilig ist, dann ist das halt so. Ja, man muss ja nicht alles mögen, eben. Klar, Bleach war irgendwann dann halt langweilig. Aber was ich gut finde an Bleach ist, dass die Animatoren einfach gesagt haben, alles klar, wir hören jetzt auf, die Serie zu animieren, so lange bis der Manga fertig ist, weil wir keine Spoiler mehr reinmachen wollen. Also keine Filler-Episode mehr. Weil wir keine Filler-Episode mehr schreiben wollen. Das finde ich halt ziemlich geil. Das, was man ja bei Naruto wieder sieht, dass es seit geschätzten 4 Monaten wieder Filler-Folgen sind. Obwohl der Manga schon längst fertig ist. Richtig. Ja, und Bleach hat halt gesagt, hier, wir wollen keine Filler-Episoden mehr schreiben, deswegen warten wir jetzt, bis der Manga durch ist und dann machen wir quasi die letzte Arc, wie es ja in Bleach so schön heißt, komplett dann als Anime fertig. Und die lassen sich halt dann dementsprechend jetzt auch mit den einzelnen Episoden Zeit. Ja. Bin ich dann rechtzeitig nach rechts gekommen. Hi. Mal wieder 15 Sekunden lang versuchen, dass dein Teampartner nicht getroffen wird. Und der Teampartner macht nichts. Und deswegen ein bisschen ätzend auch wieder. So, ich mach mal kurz an. Alles klar, ich bin ja gerade ein bisschen Konzentration. Weil ich muss wieder zeitgleich gegen irgendwie neuen Gegner kämpfen oder so. So, da ist noch einer.
Stirb, 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 stirb. Ach, da hat er noch einen. Komm her. Combo. Nice. Boah. Und was macht ihr so? Wir kommen zu der nächsten Mission. Ich darf wieder mein eigenes Team benutzen. Wuhu. Ich spiele jetzt zusammen mit Ichigo gegen das gegnerische Team. Tut mir leid, wenn ich euch alle nicht lesen kann und eure Fragen beantworten kann, aber dafür ist DDD da, sobald er wieder da ist. Wie gesagt, der Emulator frisst halt verdammt viel Speicherplatz. Also verdammt viel RAM. So, bin ich wieder, sorry. BB. Stirb doch endlich. Ich muss halt auch wieder machen. Ja, ich eigentlich auch, aber ich habe gerade keine Zeit. Deshalb mache ich keine Spiele, die zu lange dauern. Und wann? Ah, scheiße. Ich hab schon wieder vergackt. Control, Undo Split, danke. Das ist mir schon das letzte Mal passiert. Weil ursprünglich habe ich die Splits nach jeder Stage gemacht, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ab und zu gehe ich links rum, ab und zu gehe ich rechts rum, deswegen war ich die erste, die ich immer als erstes gehe, als Split und die anderen sah ich dann einfach kombiniert. Nochmal der Manga. Das ist jetzt Shaman King. Shaman King, genau. Lief eine Zeit lang auf Kabel 1. Lief auch auf anderen Sendern. Ja, Jetix lief der. Ich glaube sogar mal eine Zeit lang auf Super RTL. Tele 5 weiß ich gar nicht, ob er da lief. Aber ich weiß, dass er eine lange Zeit auf Kabel 1 lief. Als Kabel 1 noch Animes hatte. Weißt du noch, damals? Ich kenne noch Zeiten, wo Super RTL 2 Anime hatte, die. Ja, das ist ja nichts Besonderes. Ich sag nur, hier, die Tele 5 Sailor Moon Animes oder so. Als Tele 5 noch Sailor Moon gezeigt hat. Das war lang bevor One Piece kam. Oder so Sachen wie Evangelion. So, Anna. Schlimmste Stage. Ich musste mich alleine gegen zwei kämpfen. Boah, das ganz schnell. Das war eine gute Anna-Stage. Das war eine wirklich gute Anna-Stage. Und damit gehen wir zu Dr. Slump. Bup, bup. Kennt, glaube ich, auch so ziemlich jeder. Ja, klar. Arali! Das war eben gerade, also die Anna-Stage, die war wirklich gut. Ich glaube, ich bin da mit 5 Minuten Zeitgewinn rausgegangen aus der Stage. Thank you.
Okay, ich hab Arale down. Muss nur noch gucken, dass die da oben sich nicht gegenseitig killen, weil ansonsten klappt das von der Punktzahl her nicht. Alles klar, beim Patch ist draußen. Muss ich mich eigentlich nur noch um Koshigame Sorgen machen. Kommt auch noch. Okay, damit habe ich auf jeden Fall gewonnen. Jetzt wieder zurücklehnen und warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Hallo Arale. Wieder schönes Warten. Ja. Das ging schnell. Auch wenn ich nur Basic-Angriff genommen habe. Geht schneller, aber war okay. Damit kommen wir jetzt zu dem am längsten laufenden Anime im japanischen Fernsehen. Koshigame. Frage mich nicht, wie er komplett heißt, es ist die Kurzform. Er hat einen ewig langen Titel. Es geht quasi, ist Polizisten-Anime. Der Typ hier in Blau, das ist Koshigame, der Hauptcharakter. Damit das auch braucht. Der mit seinem einem Special so aussieht, als würde er Mount Your Friends spielen. Ich finde die Musik so gut in diesem Spiel. Ja, wieder Zeit abwarten. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nö, ich glaube, ist das schon die Einsammlung? Wir haben fast 2 Stunden rum. Okay. Ja. 2/3. Der. Wie war das mit I? Sterbi? Wow. Triple Kill. Alter. Sollten wir aus meinem Schussfeld rausgehen? Der erste ist down. Hey. Jetzt bin ich selbst down gegangen.
Komm her. Sterb. Geht doch. Sterbi! Sterbi! Ist so viel mit Hoshikame selbst kämpfen? Beziehungsweise das heißt kämpfen. Wir sammeln das Ticket ein und warten ein paar Sekunden, dann haben wir gewonnen. Ach nee, Quatsch. Wir sammeln alle Tickets ein und haben gewonnen. So war's. Da haben wir jetzt gute RNG. Super RNG, um genau zu sein. Weil der Gegner keinen einzigen von den Zetteln bekommen hat. Das passiert leider sehr, sehr selten. Und das ist jetzt die Aufgabe, sammeln mehr Fleisch ein als der Gegner. Das hatten wir schon, das war ja die zweite Stage, die wir generell hatten. Hatten wir das ja auch schon, nur da mit Münzen. In Black Cat hatten wir das ja auch mit Münzen. Hier ist es halt mit Fleisch. So, der Gegner hat 4, ich habe 13, das langt. Jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass die Zeit abläuft. Weil umso mehr Fleisch ich einsammle, umso höhere Punktzahl bekomme ich. Und bei 15 ist halt die nächsthöhere Punktzahl. Das heißt, ich muss wieder ein zusätzliches Mal A drücken, was Millisekunden einfach nur spart an Zeit. Deswegen sammle ich halt hier nichts ein. Und mit 13 habe ich halt locker gewonnen. Ja, das ist jetzt einfach nur, ich habe gewonnen, mit 15 hätte ich halt nur einen Bonus bekommen. Und ich habe schon wieder aus Versehen auf Splitten gedrückt. Control, Undo Split. Jetzt kommt Space Adventure Cobra. Kennt auch keine Sau, habe ich noch nicht mal selbst gekannt. Und danach kommt das Menuing. Nach Space Adventure Cobra. Der kommt mir so irgendwie bekannt vor, nur halt Ahnung woher. Ja, wie gesagt. Ice Physics mit NPCs kombinieren, super Idee. Na komm her, Naruto. Gut, da springt er einfach runter. Das ist, was ich meine. Ice Physics und NPCs. Und wir haben gerade letzte Anime-Stage geschafft. Da. Jetzt kommen wir zum Menuing. Das erste Menuing im Game. Gehen wir davon aus, ordentliches Zusammenstellung des Teams oder sowas? Ja, jetzt stellen wir quasi unser Team zusammen. Das heißt, ich möchte jetzt als erstes Nidalee haben, dann möchte ich Yuichi haben auf Level 2. Dann möchte ich Tsuna haben, der bei Katekyo rumgurkt, wo ist Katekyo da, auf Level 4. Und dann möchte ich zu guter Letzt Bobobo haben, weil ich den für eine Mission brauche. Den am besten auf Max-Level. Alles klar, das war's. Jetzt wird das Team umgeswitcht. Den Tsuna, den wir gerade erstellt haben, legen wir über den Raffi. Die Nidalee, die wir gemacht haben, legen wir hier unten hin. Die Yuichi, die wir gemacht haben, kommt über den Goku. Und der Bobobo
passt dann genau hier oben rein. Leader ist Nidalee. Auf der linken Taste sitzt Yuichi und auf der rechten Taste möchte ich Bobobo haben. Dann save ich das Ganze. Und jetzt gehen wir in den Dark Tower. Dark wie Ende oder Dark wie Dunkel? Dark wie Dunkel. Wir kämpfen jetzt gegen Bobobo und Super Don Patch zeitgleich. Und wir brauchen eigentlich nur mehr Punkte, was wir schon haben. Das heißt, es ist wieder einfach nur noch Zeit abwarten und gucken, dass der den Ruffy nicht killt. Weil wenn mein Teamkamerad hier stirbt, kriege ich natürlich auch Minuspunkte. Weil wir sind ja im gleichen Team. Das heißt, lieber ein bisschen mehr vom Gegner killen und hoffen, dass ich mehr kille, als mein, in Anführungszeichen, Partner stirbt. Warum in Anführungszeichen? Es ist eine KI. Die ist super schlecht in dem Game. Das heißt, es kann unter Umständen passieren, dass mein Teamkamerad sich einfach so in den Abgrund stürzt. Weil er keinen Bock drauf hat. Yay! Weil er es kann. Richtig. Und das ist jetzt quasi der größte Split. Ihr seht schon, best 27 Minuten. So, und was ich hier eigentlich jetzt gemacht habe, ich habe die Seite aufgeschlagen. Und Combo die Gegner einfach aus der Seite raus. Ich glaube, die. Ne, bleibt nicht ganz. Ich will mal meinen Tsuna haben, der läuft ein bisschen schneller. Tsuna aka The Master of the Stunlock. Der Nidalee stirbt, ist eigentlich so Tsuna das, was ich am meisten haben will. Und der Bobobo ist eigentlich nur auf der R-Taste wegen einer einzigen Mission in dem Game. Und weil er halt super strong ist. Er macht super starke Angriffe. Und er ist halt ultra langsam, was das Laufen angeht. Abwarten, was jetzt noch kriegt. Yuichi. Was ich hier zum Beispiel ganz oft mache, ist der Yuichi Save. Das heißt, ich bewege mich eigentlich so weit raus, dass ich nicht mehr mit einem normalen Sprung wieder zurück in die Stage kommen würde. Aber da ich mir Yuichi eingepackt habe, fängt sie mich in der Luft auf und bringt mich zurück in die Richtung, die ich quasi drücke. Das heißt, ich bin zwar eigentlich schon draußen, kann mich aber mit Hilfe von Yuichi immer noch retten. Klingt interessant. So, und jetzt muss ich kurz auf Tsuna wechseln, weil ansonsten wird es hier ein bisschen kritisch mit meinem Leben. Double KO, das langt. Egal was passiert, wir haben gewonnen.
Satsuna ist quasi meine Versicherung. Weil er halt super gut alles stunlocken kann. Ah, ich müsste auch nach unten rücken, danke. Stunlock kriege ich auf jeden Fall raus. Der Stunlock in der Ecke ist relativ frame-perfect Trick, der allerdings so RNG-heavy ist, dass er relativ schwer auszuführen ist. Weil je nachdem, wie der Gegner Damage bekommt, kriegt er halt, kann ich ihn stunlocken oder auch nicht. Und wenn es gut läuft, kriege ich einen Double Stunlock hin, so wie ich es gerade mache. Das ist einer der schwersten Moves quasi in dem Game. Dieser Double Stunlock. Weil das Problem ist, wenn da quasi ein Gegner vor den anderen geht, habe ich das Problem, dass er meistens dann nur einen von beiden trifft und nicht beide. Und dann kann einer, während ich den anderen schlage, mich zurückschlagen und dann ist der Stunlock beendet. Das heißt, musst du da sehr, sehr doll aufpassen, dass du den Stunlock behältst. Und das ist halt, Tsuna ist da drin halt mit einer der besten Charaktere mit dem Stunlock. Komm mal hier hin. Danke. So, das ist jetzt eigentlich auch wieder nur Zeit abwarten und gucken, dass ich mehr kille, wie mein Partner stirbt. Oh, Double Kill. Wir haben jetzt plus 6 Punkte, die Gegner haben minus 3. Das heißt, sie müssten jetzt meinen Partner 8-mal killen oder so in 10 Sekunden. Was natürlich nicht möglich ist. Deswegen zurücklehnen. Moin, Meerkushi. Hallo. Komm mal bitte hier rüber. Ist da recht. Nice. Super Stunlock. Ich wusste doch, dass da noch ein Mujo rauskommt. Ich hab doch vorhin Vision gesehen. Nice. Rausgekickt.
Siebte Stage. Sind bei 12 Minuten. Das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde. Quatsch. Wie komme ich auf eine Viertelstunde? Doch, eine Viertelstunde. Die ist lernen rechnen oder so. Ja. Würdet ihr bitte hier runterkommen? Wow, Damage. Okay, Ichigo ist weg. Kann ich mich jetzt um ihn kümmern? Er ist auch weg. Jetzt wieder eigentlich nur noch Zeit abwarten und hoffen, dass er meinen Teamkollegen nicht killt. Ein Glück habe ich genug Punkte gemacht. Hui, das war gut. Warte mal. Ich war gerade verwirrt. Ich dachte gerade, der Tower wäre schon fertig. Oh. Oh, schön. Was für Naruto direkt in den Stunlock geschickt. Jetzt habe ich schon den Stunlock drin. Hat er verloren. Ist lange nicht was Doofes passiert. Das Spiel ist doch von der Teil von Elsa Slippery VS Plus Oberliga. Ja, das ist der Vorgänger von J Victory vs. J Victory vs. ist der Nachfolger für die PlayStation 3 und 4. Weil halt das hier jetzt für den DS ist und das andere für die PlayStation. Und das hier mehr Charaktere hat und ein ganz anderes Kampfsystem. Das hier ist ja 2D und J-Victory vs. ist 3D. Ja, komm hier runter. Und wir wissen ja, Gegner und Eisphysics. Beste Kombination. Das war wieder ein Luigi-Safe. Wieder nur noch warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Liebe! Guck mal, ich verstreue Liebe! Oh mein Gott, Liebe! Grüne Herzchen! Liebe. Ja.
Oh. Ja, komm. Stunlock? Nice. Komm hier runter. Der Kaiba hat mich gerade ein wenig gestört. Okay, der ist weg. Da waren es nur noch zwei oder so. Na komm. Diese Attacke ist super ätzend. Okay, einer noch. Komm. Nice. Das ist das Ende vom Tower. Yay. Ich bin immer noch. Ich hab einen 20 Minuten Tower hingelegt. Wow. Sieht alles nach Weltrekord aus. Ja, aktuell schon, aber jetzt kommen die quasi Pro Stages. Ach, das geht schon. Schaffst du. Wir kommen nämlich jetzt in den P-Planet. Und wer eben gerade die Aufgabe des Aufgabe gelesen hat, weiß, warum wir jetzt Bobobo brauchen. Wie gesagt, mein Japan ist nicht so gut. Ja, vor allem, weil ich es innerhalb von 2 Sekunden schon weggeklickt habe. Springt so gar nicht hoch. Aufgabe war es, alle mit Bobobos ab X-Angriff zu treffen. Und jetzt ist es die Aufgabe mit Down B, alle auf die gleiche Farbe zu switchen. Das heißt, da war es grün. Da ist gelb. Gelb. Grün. Nein, rot. Grün. Hallo? Hat der nur rot und grün drin oder was? Nice. Ich habe leider einen getroffen, der nur rot und grün drin hat und nicht auf gelb switchen konnte. So. Jetzt haben wir quasi wieder Sterne sammeln, nur mit Comics. Möchte gerne den, der den letzten Comic hat, rauskicken und mir den Comic holen. So, und jetzt zu guter Letzt zerstöre die Seite. Geht am schnellsten mit Nidalee.
Mercury schreibt, dass er im Kampf eher schlecht. Ja, gehen wir da, ne? Ich bin zum Beispiel ganz, ganz schlecht im Reaktionsspiel oder sowas. Geht eigentlich. Kann ich den Bot aus. Kann ich die austricksen und dem Stehner machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Und die Chili-Schote war gerade ganz übel. Nein, das langt nicht. Ich muss den Doppelsprung machen. Geht doch. Das war der P-Planet. Jetzt kommen J, U und M. Ich bin schon freiwillig raus. So, ich bin Erster, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass was bleibt. Also das Team, was ich aktuell habe, benutze ich so mit einer Änderung auch im Ranking-Modus. Anstatt Bobobo spiele ich Super Don Patch. Weil Super Don Patch der Charakter mit dem meisten Damage-Output ist. Seine Ultimate macht 94 Angriff. Und wenn du es richtig kombinierst, schaffst du damit eine 364er Combo-Angriff. Und das überlebt keiner. Doch, ich. Beweis das Gegenteil. Und wenn der durchkommt, ist im Normalfall alles tot. Ich glaube, der stärkste, die meisten AP im Spiel sind 210. Nice. Da war es einfach nur Ziel, einen der beiden zu killen. Und wenn er halt auf den anderen Charakter umwechselt, muss ich ihn von mir aus zurückwechseln, indem ich Down B drücke. Das Problem an meiner Down B ist, sie macht einen Doppel-Attack. Das heißt, der hat hingeswitcht und sofort wieder zurückgeswitcht. Was natürlich super ätzend ist. Jetzt hier gucken, dass ich es separiere und dann alle einzeln stunlocke, weil die Komas haben das beste Schild im Spiel. Die können auch mein Stunlock schilden. Das ist halt super ätzend. Das heißt, ich gucke, dass ich die jetzt so rausbekomme irgendwie. Eine dumme Frage von mir, levelt man in dem Spiel auch die Charaktere? Ja. Also man sieht jetzt zum Beispiel, dass Tsuna, der Charakter, auf dem ich gerade bin, 4 Felder groß ist. Und Nidalee, die ja quasi unten ist, ist 5 Felder groß. Das heißt, Nidalee ist ein höheres Level wie Tsuna. Tsuna ist Level 4, Nidalee ist Level 5.
Das heißt, umso größer quasi der Charakter in Game ist, umso höher ist sein Level. Und umso mehr Schaden macht er auch, umso mehr Leben hat er. Deswegen, also aktuell ist mein stärkster Bobobo mit 6, Level 6 quasi. Und insgesamt ist das stärkste Level 8. Also zum Beispiel Super Don Patch hat Level 8, Sharingan Sasuke hat Level 8, Ninetailed Fox Naruto hat Level 8, Majin Buu hat Level 8, Freezer hat Level 8. Hat er mich jetzt gekillt oder ich ihn? Boah, das war Glück. Ich wollte das nicht nochmal machen. Fuck. Fehlt noch eine Aufgabe. Also aktuell sind wir super gut in der Zeit. Freut mich für dich. Also laut meinen Blitz, und man brauche ich jetzt ungefähr noch 20 Minuten für die Stage. Dann bin ich bei 40. 2 Minuten 40. Es könnte vielleicht sogar Sub 3 Hour werden. Abwarten, was denn passiert. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Das ist der beste Taunt im Spiel. Er geht einfach an die Seite und man sieht ihn kaum. Hallo, siehst du mich? Ich muss gerade den mit der Krone markieren, damit ich wieder die meiste Punktzahl habe. Übrigens, wir sind gerade in der Yu-Gi-Oh! Stage, falls man das gerade sieht. Yu-Gi-Oh! It's time for a duel. It's time to duel! Jetzt haben wir den App fertig. Jetzt weiter mit Lu. Also es sind jetzt quasi, es ist eigentlich die JURP, also Jump. Und es ist quasi einfach nochmal ein Mix aus allem, was kommt. Das heißt, einmal ist so random Stuff, den ich machen muss, wie zum Beispiel diese spezielle Angriff mit einem speziellen Charakter ausführen. Oder halt, dann gibt es halt die Töte alles. Und wir sind jetzt gerade in der Hole die Sterne Stage. Muss mal kurz auf Zuna wechseln, das wird mir jetzt so gefährlich. Nice. Das ist super, das ist super. Wir sind gerade wirklich verdammt gut in der Zeit. Ja, das ist die Stage, wo ich am meisten Zeit gewinnen kann. So, Kenshiro. Hier runter. Nice. Geht zwar schneller, aber war gut.
Super, Fortschritt. Fortschritt. Jetzt sind wir in der Welt von Ichigo 100%. Oder so. Also zumindest ist die Stage von Ichigo 100%. Ich spare mal ein paar Punkte. Langt eigentlich schon. Wir müssen wieder warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Weil genug Punkte habe ich eigentlich. Whing! Gehen wir mal ganz unten. Töten wir nochmal den da. Der blockt immer wieder alles. Durchatmen. Sterne sammeln. Nein, da ist der Stern runtergefallen. Ach, was ist, wenn ein anderer NPC den Stern bekommt? Vor allem, weil er jetzt genauso viel Sterne hat wie ich. Der Gleichstand ist immer schlecht im Story Mode. Weil im Story Mode heißt Gleichstand immer, du hast verloren. Sonst wäre das alles auch ein bisschen leichter. Ach, er hat ihn wieder aufgesammelt, weil Bobobo so langsam ist. Da muss ich jetzt mal auf die Niederlinie wieder zurück. Ich habe es sogar noch schneller als die eigentliche Stage geschafft. Aber man merkt schon, ich hasse diese blöden Sterne. DDD noch da? Ja, klar. Bist du auf einmal so ruhig? Ich hätte es halt nur so ruhig, ja. Hab heute nichts zu erzählen gerade, ne? Ja. Es ist halt Kampf. Kampfspiel. Was soll ich erzählen? Ja, ich hau den jetzt auf die Fresse. Volle Fund aufs Maul. Ja, ich weiß. Es ist halt einfach nur mal... Ich
wollte halt mal zeigen, dass es auch solche Spiele gibt, die man speedrunnen kann. Und jeder, der dieses Spiel gerne lernen möchte, kann mich jederzeit gerne anschreiben auf Twitch, auf Facebook etc. Ich lerne euch gerne, wie man das Spiel runnt, weil aktuell bin ich leider noch der einzige Runner in diesem Spiel. Das ist halt einfach viel zu schade für so ein schönes Spiel. Komm hier runter. Es ist nämlich, eigentlich ist es nur Lernen. Das ist das Schöne an dem Spiel. Es ist relativ wenig RNG drin, sondern sehr performance-lastig. Der WR ist noch ausbaubar, auch der Run hier ist noch ausbaubar. Man hat gesehen, ich war am Anfang sehr, sehr mies, die ersten paar Stages quasi. Also es geht alles noch besser. Jetzt haben wir hier wieder eine Stage, wo es einfach nur darum geht, die meisten Punkte zu haben. Das heißt, ich habe jetzt was getötet und jetzt kann ich den ruhigen schieben. Alle tot. Blut am Boden. Und wir warten wieder, bis die Zeit abgelaufen ist. Nee. Wir haben es auch gleich geschafft. Wir sind schneller durch, als ich dachte. Ich habe ungefähr geschätzt 3,25 Stunden. Das heißt, dass ich überziehen muss. Vor allem nach dem Ass. Das steht ja schon, glaube ich, in den Startlöchern. Ja. So. Und super, das lief geil. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt jetzt noch die Klöckchen-Stage. Oder? Nee. Ist einfach nur nochmal. BB Killion. BB. So, ich hab ihn im Stunlock. Finally. Nein! Komm her, Nico Robin. Nice. Das müsste jetzt M-Planet gewesen sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und damit kommen wir zu den letzten zwei Missionen.
Wow. Darf ich vorstellen, der Endgegner? Yay. So, so, ihr habt es also bis zu mir geschafft. Doch jetzt werdet ihr versagen. Denn du musst erstmal mein Quiz beantworten. Zu einem Quiz ist Folgendes zu sagen. Es sind 10 Fragen. Es ist egal, welche Antwort ich gebe, ob falsch oder richtig. Es macht keinen Unterschied. Ich kann auch alles falsch haben. Es nimmt keinen Einfluss auf die Mission. Deswegen einfach Button mashen. Ja, das Quiz ist komplett in Japanisch. Und Nikopo sagt nein, tu Robin nicht weh. Ich hab jetzt, hey, ein Punkt. Wie gesagt, das Einzige, was ich da mache, ist A-Meschen. Er sagt jetzt, ha, du hast doch gar keine Ahnung. Hier kämpf gegen die Knispel. Selbst wenn ich 10 richtige habe, müsste ich gegen die Knispel kämpfen. Jetzt merkt man auch schon an der Musik, es geht langsam Richtung Ende. 2. Oh Gott, Akane, sagt einer gerade. Arale, wahrscheinlich. Arale, meint er. Ja, das ist die mit der pinken Kappe. Nur nicht sterben lassen. Ich dachte schon, Akane ist jetzt dran, mal mit dabei. Das Problem ist halt, ich habe hier nichts zum Stunlocken. Jetzt was man kann, das hier. Nice. So. Oh nein, du hast mich geschlagen. Scheiße. Das sagt er jetzt quasi. Übrigens heißt dieser Split bei mir Dr. Dr. Please. Weil er ist ein Doktor. Aber, but wait. This wasn't even my final form. Wer hätte das gedacht? Ich. Übrigens sagt mein Sum of Best Segments gerade 2 Stunden 42 Minuten. Wow. This is my final form. Also sub 3 Stunden sind drin. Wenn es gut läuft und die RNG mitspielt, vielleicht sogar sub 2-3 Viertelstunde. So, 3 Viertel wird eng. Ich sag, wenn die RNG gut mitspielt. Okay, 3.
Eins. Komm her. Doktor, Doktor, please. Verstehst du jetzt, warum der... Du fragst, ob er schon mal ins TS kommen soll. Kann er machen. Doktor, Doktor, please. Deswegen heißt dieser Split auch so. Yay! Huh. Ah, ich hab's geschafft, wir sind durch. 2 Stunden, 45 Minuten, 43 Sekunden, 0,02. Neuer Weltrekord. Yay. Um 18 Minuten. 18 Minuten habe ich mich selbst unterboten. Die fucking G. Das war awesome. 18 Minuten ist verdammt viel in dem Game. Wenn noch ein paar Tode rauskommen, geht das noch schneller. Jetzt kommen noch die schönen Endcredits mit allen Animes, die drin vorgekommen sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Alle Animes, alle Mangas, was. Ja. Dann seht ihr auch, welche Animes alle drin vorkommen. Bei den Animes ist es immer abwechselnd. Oben der Name, unten Charakter und oben Charakter, unten der Name. Das heißt, ihr müsst immer links, rechts gucken, damit ihr seht, was alles kommt. Den Credits. Credits! Eichel 21. Puyo Tofuku. Nein, Katakyo Hitman Reborn. Tsubasa Chronicles. Nee, Quatsch. Captain Tsubasa, so heißt er. Gintama. Kinnikuman. Captain Tsubasa und seine tollgrüne Kuh. Genau. Kashikawa. Space Adventure Cobra. Das ist Bosurenki. Shame King, Jojo's Bizarre Adventure, Slam Dunk, Senseiya. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Prince of Tennis, The Gray Man, Dr. Slam. Ja. Aber soll ich mich mal outen, was mein liebster Shonen-Manga ist? Was denn? Fairy Tail. Oh. Oh, der ist super. Also One Piece und so ist super, super. Ich finde Fairy Tail ist noch eine Nummer besser, aber Fairy Tail ist ja nicht schon. Ich weiß nicht, schon Jump. Ja. Ist aber, soweit ich glaube, das ist im J-Wick The Reverse ist dann drin. In dem neuen, also in dem für PS3 und 4. Frage nächste Frage. Müsste man nachgucken. Ich hab's halt nie gespielt, weil ich habe keine PS3 und keine PS4. Also ich hab das Spiel, nur ist vielleicht zu lange her. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Und jetzt kommt der Sith. Danke für. Gell? Ja, jetzt kommt der Sith und jetzt kommt Mass Effect. Und zwar werde ich meinen Playthrough weiter fortzuführen, was ich vor ungefähr 2 Wochen angefangen habe. So, Twitter und Facebook sind bedient. Das ist schön. Okay, dann nochmal eben kurz den Chat auspoppen. Wie gesagt, noch laufen die Credits. Du hast noch Zeit.
Ja, aber man soll ja vorbereitet sein. Ja, ja. Das kenne ich irgendwoher. Noch kurz, bevor das eigentliche Run anfängt, noch schnell ihr zusammengefriemelt den... wie wir jetzt hier den Screen machen. Aber so wie ich es gelöst habe, geht's doch eigentlich. Ja, also das war super. Das war super. Klar, man hat jetzt nicht Blitz gesehen. Diskind gratulierte auch zum Weltrekord. Der hat das eben auf Twitter gelesen, weil ich habe das eben ein bisschen öffentlich bekannt gemacht. Yay! Danke, danke. Nicht schon. Ich werde jetzt gleich noch mal im Chat, auch noch mal kurz im Chat sein. Ja, und da mal ein kräftiges Rummel im Sakurion. Und an Duck the Devil, der halt nur wieder so schön nachgefragt hat. Was der gut fand. Weil so konnte man ein bisschen mehr über die ganzen Angas und Animes und Tests nicht gesehen, erfahren. Also, ja. Jetzt lebe die Welt der bunten. Nicht der bunten Bilder. Bunte Bilder ist eher amerikanisch. Das wäre. Der Bilder. Einfach nur der Bilder. Jo. Dann zeige ich euch schon mal kurz den hier. Es lebe 2D. Das sind die Splits. Riesig lang. Nur für den Fall der Fälle, dass ich mal wieder dumm bin. Ja, und damit gehe ich in die Übergabe rein. Das war Shonen Jump Ultimate Stars, wie es da so wunderschön steht. Und es folgt Mass Effect mit Next Gen Civilization. Und ich war Sakurion und mit mir kommentiert hat Dark the Devil. Danke nochmal dafür, dass du eingesprungen bist. Weil, ja, wie gesagt, der Emulator frisst zu viel RAM. Ja, und ja. Viel Spaß oder so.